Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, Herr Staatssekretär, liebe Kollegen des Hohen Hauses. Den Konsumentenschutz in Österreich verbinden wir in erster Linie mit dem VKI, dem Verein für Konsumenteninformation, der sich hervorragend schlägt. Und auch der Tätigkeitsbericht für 2021 lässt sich wieder sehen. 124 Tests und Reportagen, 253 Klagen, 15 Sammelaktionen, 30 Sammelklagen für insgesamt 15.000 Konsumenten und dabei eine Erfolgsquote, die ihresgleichen sucht. Kein Wunder, dass der VKI deswegen viele Druckwerke und Abos verkaufen kann. Der Rest des Budgets des VKI wird durch die AK und das zuständige Ministerium, Ihr Ministerium, bestritten. Und unsere Kritik an der Finanzierung des VKI ist heuer wieder dieselbe, wie wir sie immer schon geäußert haben und äußern mussten, denn der VKI hat eine fortlaufende fixe Finanzierung verdient, und zwar mehr als 55 Cent pro Einwohner. Das ist schon reichlich knapp bemessen, werte Damen und Herren. Uns ist es völlig schleierhaft, warum es gerade jetzt dieses VKI-Finanzierungsgesetz nicht gibt, gerade jetzt, wo Energiegesellschaften und andere Unternehmen weit über Gebühr den Konsumenten zur Kasse bitten. Es bräuchte jetzt einen Konsumentenschutz, der sich um seine eigene Absicherung keine Sorgen machen muss, sondern für seine Klienten, also für uns alle, für uns Bürger, in die Vollen gehen kann. Etwa bei den Energiepreisen der EVN, Wien Energie und wie sie alle heißen, wo Rot oder Schwarz die Hand drauf haben. Und es wurde schon mehrfach gestern und auch heute gesagt, diese Unternehmen machen fantastische Gewinne. Und zwar nicht deswegen, weil sie so gut wirtschaften, sondern weil ihnen Umstände momentan in die Hände spielen, wie etwa das Merit-Order-Prinzip, das eigentlich momentan gerade das Gegenteil bewirkt dessen, was es eigentlich bewirken sollte. Das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Wir wissen, Angebot, Nachfrage, das hält sich die Waage, wie alle Jahre. Nur die Preise steigen exorbitant. Also mit Marktwirtschaft hat das nichts zu tun. Und mit sozialer Marktwirtschaft hat das schon gar nichts zu tun. Dann geht es unsozialer, als momentan die Energiepreise so hoch zu schrauben. Und schon gar nicht mit ökosozialer Marktwirtschaft, wenn jetzt Unternehmen, die Ökostrom erzeugen, Gaspreise verlangen, die sie in der Erzeugung gar nicht haben. Dahin kommt noch Treibstoffpreise in lichten Höhen. Wir haben Baustoffpreise, die jetzt viele Häuselbauer dazu zwingen werden, die Baustelle vorübergehend einzustellen oder erst gar nicht zu beginnen. Lebensmittelpreise, die jetzt Bezieher geringerer Einkommen zwingen, in Sozialmärkte zu gehen, und Hygieneartikel, die von uns auch jeder braucht, auch diese sind der Teuerung unterworfen. Und nicht alle Preissteigerungen sind auch rechnerisch korrekt nachvollziehbar. Manche machen jetzt fette Rendite in dieser Krise. Und gerade deshalb war ja jetzt ein starker Konsumentenschutz unverzichtbar. Und genau deshalb bringen die Abgeordneten Peter Wurm, Walter Rauch, Christian Ries, Peter Schmidlechner und weitere Abgeordnete ein folgendes VKI-Finanzierungsgesetz als Bundesgesetz ein. Der Antrag wird zur Verteilung gelangen. Das heißt, ich werde ihn jetzt in Eckpunkten erläutern, die da lauten: Ziffer 1. 1,45 Millionen für Verbraucherinformation, Rechtsbereitung, Vergleichstests, Marktuntersuchungen und wissenschaftliche Tätigkeiten. Ziffer 2, 1 Million für Rechtsdurchsetzung und Rechtsfortbildung. Ziffer 3, diese Beiträge sollen ab dem 01.01.2004 nach dem Verbraucherpreisindex valorisiert werden und die Finanzierung danach zu Ziffer 1 und 2 in eine Regelfinanzierung übergehen. Quartalsweise Vorschusszahlungen sind zulässig. Der Bund kann außerdem zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn sie zur Finanzierung von Maßnahmen zum Schutz und der Interessen der Verbraucher dienen, die aufgrund außergewöhnlicher Umstände notwendig werden und wenn ein erhebliches öffentliches Interesse an diesen Maßnahmen besteht. Dieses Bundesgesetz soll mit 1. Januar 2023 in Kraft treten. Stimmen Sie mit. Wir bedanken uns dafür, und auch der Konsument wird es Ihnen danken.